Ja, ich fange einfach an mit diesem Buch. Ich meine, es gibt sehr viele Schriftsteller, aber diese einzige Passage aus, die zum Vorlesen wert ist. Aber mein Buch ist von auf der ersten Seite wirklich. Für die meisten Menschen existieren wir, meine Braut und ich, nur in Büchern. Und in den vergangenen 35 Jahren habe ich mit ohnmächtigem Grauen zusehen müssen, wie unser wahres Leben unter einer Schlammlawine aus apokryphen Geschichten, falschen Zeugnisse, Gerüchten, Erfindungen, Mythen verschüttet wurde. Wie man unsere wahren, komplexen Persönlichkeiten durch klischeehafte Figuren ersetzte, zu simplen Images verengt, für ein sensationslüsternes Leserpublikum zurechtstutzte. Und da war sie die zerbrechliche Heilige und ich der brutale Verräter. Ich habe geschwiegen bis jetzt. Sie hatte etwas von einer religiösen Eiferin mit diesem hektischen Streben nach einer höheren Form von Reinheit, der heiligen, gewaltsamen Bereitschaft, sich ihr altes, falsches Selbst zu opfern, sich umzubringen, damit sie neu geboren werden könne, sauber, frei und vor allem echt. In den 7 Jahren, die wir zusammen verbrachten, habe ich sie in Gegenwart anderer, auch der unserer Kinder, nie so gesehen, wie sie war, wie ich sie kannte. Die Frau, mit der ich lebte, die Frau, die mir bei unserer ersten Begegnung mit den Füßen stampfend wie eine brünstige Stute in die Wange biss, das Blut floss. Wir fielen uns nicht in die Arme, wir fielen übereinander her. Schnaubend vor Wonne, vor Freude, riss ich ihr das rote Haar vom Kopf, zog ihr die silberne Ohrringe ab, hätte ihr am liebsten das Kleid zerfetzt, sie von diesem ganzen Firlefanz der Konvention, der Artigkeit und guten Erziehung, der Unechtheit entblößt. Es war grausam, es tat weh, es war echt. Wir erbeuteten einander. Keine 4 Monate später habe ich sie geheiratet. Ich hätte wissen müssen, dass eine Frau, die beißt, statt zu küssen, den, den sie liebt, auch bekämpft. Und ich hätte wissen müssen, dass ich mit dem Schmuck nur den äußeren Putz abgerissen und als Trophäe an mich genommen hatte. Wer eine Liebe so beginnt, sollte wissen, dass sich im Herzen dieser Liebe Gewalt und Zerstörung verbergen, bis auf den Tod. Von Anfang an war es um einen von uns geschehen. Es hieß sie oder ich. In der Urgewalt namens Liebe hatte ich eine Ebenbürtige gefunden. Ich liebte sie, ich habe nie aufgehört, sie zu lieben. Wenn ihr Selbstmord die Falle war, in der sie mich fangen wollte, um mich zu verschlingen, in sich aufzunehmen, zu einem Körper zu werden, ist ihr das gelungen. Ein Bräutigam, der Geißel des Todes ist, in einer posthume Ehe auf ewig mit seiner Braut verbunden, so unzertrennlich von ihr, wie sie es wollte. Ihr Name ist mein Name, ihr Tod ist mein Tod. Ich glaube an so etwas wie ein echtes Selbst. Und ich weiß, wie selten es ist, so ein Selbst spontan
sprechen zu hören, zu sehen, wie es sich aus dem Kokon der Falschheit und des Nichtssagenden herausschält. Aus den Scheingestalten, die wir anderen präsentieren, um ihnen zu gefallen, sie irre zu führen. Und je gefährlicher das echte Selbst, desto raffinierter die Masken. Je ätzender das Gift, das wir am liebsten über andere ausspeien würden, um sie zu lähmen, zu töten, desto süßer der Nektar, mit dem wir sie locken, zu uns zu kommen, in unserer Nähe zu sein, uns zu lieben. Diese Geschichte wird erzählt, ich glaube, Sie haben es jetzt miterleben können, wie sehr man da im Kopf von jemandem anderen sich fühlt, also aus der Sicht von Ted Hughes. Es ist eigentlich, kann man sagen, eine Doppelbiografie, eine fiktive Autobiografie, aber trotzdem ein Roman. War diese Sicht von Anfang an klar, als du wusstest, dieser Stoff ist spannend, oder gab es andere Überlegungen? Stilistisch oder in Struktur? Ja, ich erinnere mich noch, ich habe eigentlich 8 Jahre an studiert, nicht diesem Buch nur, aber auf eine Art Thematik, wie was Verrat ist und auch was ich als Schriftsteller, wie ein Schriftsteller eigentlich ein Verräter ist, dass er immer schreiben muss über dasjenige, das er gesehen hat, das er empfunden hat, das er vielleicht verschwiegen hat. Die Schriftsteller sind eigentlich nicht, die mögen es eigentlich gar nicht zu sprechen. Und die verschweigen gerne und die denken, später werde ich das alles aufschreiben. Und das ist eine Art von Verrat, das ist eine Art von Verrat, nicht nur in eine negative Bedeutung, aber auch eine positive Bedeutung. Denn Verrat heißt auch, dass man etwas offenbart, man versucht etwas zu zeigen, und das, ich denke auch, dass jeder Schriftsteller sich auch damit beschäftigt. Man versucht etwas zu enthüllen, man versucht etwas zu offenbaren, was durch jeder bedeckt wird oder verborgen wird oder verschwiegen wird. Auch das ist eine Triebkraft von einem Schriftsteller. Also Verrat hat auch zu tun mit dieser Offenbarung, und diese zweideutige Bedeutung gibt es auch eigentlich in das Neue Testament. Mein Judas ist auch der Einzige, der sagt, er ist es. Eigentlich der Einzige, der nicht schlaft, der nicht so einen Dummkopf wie Petrus, jeder schlaft, das sind alle diese Analphabete, die Apostel, was waren alle Analphabeten. Judas war eigentlich der beste Freund und derjenige, der das Gesetz hat gesagt, Judas soll es tun. So steht es auch immer im Neuen Testament, denn es steht so geschrieben, es ist das Gesetz. Judas hat diese schreckliche, musste dieses Schreckliche tun, sagen, er ist es. Aber hat zur gleichen Zeit auch Jesus Christus damit offenbart. Also es gibt immer diese zweideutige Bedeutung von Verrat als Offenbarung und Verrat, dass man etwas sagt, was keiner, dass man einen Menschen verrat, dass man auch schreibt über einen Menschen, der zurücklesen muss, oh, denkst du das über mich? Oh Gott, ja, okay. Das war eigentlich eine Thematik, die mich schon sehr lange beschäftigt hat, nach, dass ich Lucifer, wohin ich das Alte Testament. Eigentlich, Lucifer ist mein Roman, den Roman, den du sagst, es voranging, wo ich untersucht habe, wie es im Alten Testament, wie Gott eigentlich immer das Böse braucht, um das Gute zu tun. Das ist ein Paradox, vielleicht von einem Menschenleben, aber es ist bestimmt ein Paradox
von Gott. Gott braucht den Teufel, braucht Luzifer, um den Mensch geboren um Eva zu verführen und eigentlich den Mensch zu schaffen. Wir werden den Mensch kennen. Also ja, es ist zu komplex. Natürlich, die Geschichte spielt in jedem Leben eine große Rolle. Und für das Drama für Ted Hughes hat mit Geschichte zu tun, denn Sylvia Plath hat ihren Kopf in einen Backofen gesteckt im 11. Februar 1963. Es war ein sehr kalter Winter. Das schon. Dass es so kalt war. Es war zum ersten Mal, es war der kälteste Winter seit 150 Jahren in London. Alles war befroren. Sie war plötzlich allein mit zwei Kindern. Der junge Nicholas war fast eins. Das kleine Mädchen Frieda, noch keine 3 Jahre alt. Und sie hat da gesessen in einem Apartment. Und es war kalt und alles war befroren. Und ganz London war befroren, nichts da, es wirkte nichts. Und in dieser schrecklichen Situation hat sie dann Selbstmord begangen und die Kinder schliefen oben. Sie hat dafür gesorgt, dass alles zugemacht wurde, dass das Gas nicht in die Schlafzimmer von diesen kleinen Kindern kam. Hat Brot hergestellt und ein Glas Milch und hat sich dann in diesen Ofen, ihren Kopf in diesen Ofen. Das war in 63. Eigentlich hat 7 Jahre lang niemand gewusst, dass es um einen Selbstmord ging. Auch die Kinder nicht. Ted Hughes hat es diese ganz jungen Kinder nicht über den Art des Todes ihrer Mutter erzählt. Aber dann, plötzlich, und das ist natürlich auch eines der Themen dieses Buches, das Verrat ist. In 1970 hat L. Alvarez, ein sehr berühmter Journalist, ein literärer Rezensent oder Kritiker, wie sagt man da? Literärer Kritiker? Literaturkritiker. From The Guardian der war sehr befreundet mit Ted Hughes und mit Sylvia Plath, aber er war eigentlich einer der Letzten, der Sylvia Plath hat gesehen. Der hat ein Buch geschrieben über Selbstmord, weil er selbst einen Selbstmordversuch begangen hatte und weil er litt an Depressionen und er hat sich sehr beschäftigt mit Selbstmord und er hat dann ein Buch geschrieben, also ein sehr berühmtes Buch geworden über Selbstmord. Wie heißt es jetzt? Okay. Aber er hat die Einleitung dieses Buches, sein Buch über Sylvia, geht über Sylvia Plath. Und er hat das vorpubliziert in The Guardian. Und plötzlich hat Ted Hughes gesehen, hat die Zeitung aufgeschlagen, die größte und berühmteste Zeitung in England. Und hat plötzlich die Fotos seiner Frau gesehen und einen Artikel gelesen von einem sehr guten Freund und hat da in Details die Selbstmord seiner Frau geschrieben gesehen. Und mit die Ankündigung, nächste Woche zweites Teil, weil Sylvia es nicht schafft. Warum Sylvia es nicht schafft, so etwas. Sensation. Lust, Satz. Er ist zur Schule von seinen Kindern gerannt, hat die Kinder zu Hause geholt und hat sich gezwungen gesehen, die Kinder zu erzählen über den Selbstmord von ihrer Mutter. Die waren dann, Nicholas war 8, das Mädchen war 10. Das war 1970. 1970 war eigentlich, oder eigentlich war 1968,
begann eine zweite Welle der Feminismus. Und die zweite Welle war sehr aggressiv. Die erste Welle war sanft, Suffragettes, Frauen, die haben einen Rock und so, ganz lieb sagten, das ging nur, dass sie auch eine Stimme, politische Stimmen haben und gleich. Es war alles sehr sanft. Die zweite Welle war sehr aggressiv, mit zum Beispiel Gloria Steinem als Hauptfigur. Die zweite, und Ted Hughes hatte in diese 7 Jahre nach dem Tod seines Frauen die Gedichte von seiner Frau, die Postüme Gedichte, Postüm verlegt, ausgegeben. Und die berühmteste Sammlung war Ariel. Das war die letzte Gedichte von Sylvia Plath. Und Ariel ist eine sehr aggressive Stimme, sehr gute Gedichte. Was er versucht hat, was ich geschrieben habe in den ersten 10 Seiten, er hat versucht, ihre Stimme zu befreien. Er hat natürlich hat diese Frau geliebt, aber hat gewusst, wie aggressiv sie war, wie wütend sie war, wie sie hassen konnte. Und er hat gedacht, diese Stimme muss in die Poesie rein, sonst wird sie nur brave, konventionelle Poesie schreiben. Die erste Gedichte, weil ich mag sie nicht. Ich finde die konventionell, ich finde utterly boring. Ariel ist so, mit Ariel hat sie endlich ihre Stimme befreit. Und diese Sammlung ist für die zweite Welle Feministen so eine wichtige Sammlung geworden, wo Gedichte wie Daddy und Lazarus und ihn stehen. Und eigentlich hat die zweite Welle damals dann die Sylvia Plath zu ihrer Göttin gemacht. Selbstmord, aggressive Stimme und ein Mann, der sie für eine andere Frau verlassen hat. Das waren alle Ingrediente für eine großartige Geschichte. Und später, nach dem Tod Ted Hughes, hat Gloria Steinem, diese wichtigste Feministin von dieser zweiten Welle, auch zugegeben, wir brauchten eine Göttin oder eine a Hero. Und wir hatten Sylvia Plath gefunden und nach ihrem Tod hatten wir eine Heldin verloren und da brauchten wir einen Sündenbock. Und da war Ted Hughes. Und das ist eigentlich die Geschichte. Ted Hughes ist ein Sündenbock geworden von dieser zweiten Welle Feministen. Er hat sich ja die ganzen Jahre nie geäußert dazu. Nee, er hat immer geschwiegen, bis 8 Monate, 10 Monate vor seinem Tod plötzlich, das war eine unglaubliche literarische Überraschung, Birthday Letters erschien, diese 88 Gedichte, die nur gehen über die Begegnung mit Sylvia Plath, die große Liebe, die Heirat, das kommt von Kindern, die Arbeit, die Poesie, ihren Tod und den Nachlass nach ihrem Tod. Und es sind unglaubliche Gedichte, sehr persönlich. Und er hat eigentlich diese Gedichte geschrieben, während diese 35 Jahre nach ihrem Tod, hat sich immer damit beschäftigt und mit diesem Tod und hat eigentlich immer gedacht, die Gedichte sind zu persönlich, zu intim, um sie zu publizieren. Und die größte Entscheidung ist nicht gewesen, diese Gedichte zu schreiben. Die größte Entscheidung war, und für ihn eine totale Befreiung, sie zu publizieren.